Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu XCOM Long War. Wir wollen unsere Zunge entwirren, so wir wollen. Einen Tag warten und dann gucken, ob wir die Base Attack auf die Reihe kriegen. Ja. Sehr schön. Dann schauen wir doch mal. Haben wir alle Leute, die wir haben wollen? Dich haben wir. Noch einen zweiten. Wer ist denn alles noch außer Gefecht? Drei Stunden, da könnten wir noch drauf warten. 18 Stunden könnten wir auch noch brauchen, mit dich brauchen wir nicht. Okay, ich würde sagen, das können wir angehen. Da würde ich sagen, stelle ich mal unser Team zusammen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, hier haben wir unser Team. Zunächst eine Beförderung für den Kollegen Tweaker. Du wirst Master Sergeant. Und bekommst Bombard, wie sich das gehört. Grenades wirklich weit werfen, so wie wir das haben wollen. Okay. Dann gucken wir. Ja, machen diesmal. Also ich mache diesmal ein bisschen was anders. Ihr seht das schon an diesen Geräten hier. Also, da uns die Aliens ja keine schon keine mittelschweren Waffen gönnen. Wollen wir mal gucken, ob wir vielleicht hier während der Base Attack ein Alien capturen können. Also mehr will ich nicht hoffen. Und vielleicht irgend so einen Mutant, der noch übt, der am Ende von der Runde über ist oder so, oder von einem Pod über ist. Das erfordert allerdings ein paar Anpassungen an unsere Squad. Aber gut, kommen wir gleich zu. Wir fangen mal an. Also Commanding Officer ist Desperado, Overwatch Infantry. Wir haben einen zweiten Overwatch Infanteristen dabei, nämlich Wolverine. Omega ist unser Precision Sniper, wie bei den Base Attacks vorher auch. Das gleiche gilt für unseren Top SAW Gunner Mama Bear und unseren Top Scout im Moment, das ist Shifty. Unseren Top LMG Gunner, das ist Warrior 84. Und unseren Top Rocketeer, das ist Jade. Soweit alles normal. Was sich jetzt geändert hat, ich nehme ja immer ganz gerne einen Medic plus einen Combat Medic mit auf diese Mission. Wir haben als Medic die. Das weiß ich beim letzten Mal auch schon. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall, Tinktur ist unser Medic für diese Mission. Der auch reviven kann und eine Menge heilt mit seinem Dings hier. Hypospray. Und ich habe ihm auch noch einen Arcthor gegeben. Er ist zwar nicht der allerfixeste, aber mit einer Plasma Storm Gun bewegt er sich auch halbwegs vernünftig. Er hat auch ein Dings-Armor an, Aegis-Armor, zumindest vielleicht einen Schuss aushält, wenn er dann tatsächlich den Arcthrower einsetzen muss. Ansonsten hält er sich üblicherweise natürlich im Hintergrund. Den anderen Arcthrower, den Haupt-Arcthrower, hat natürlich unser Capture-Engineer dabei, der deswegen auf seine Chem-Grenades verzichten muss. Und um das auszugleichen, habe ich diesmal keinen Combat-Medic dabei, sondern einen Support-Medic, der immerhin zwei Chem-Grenades mit sich führt und halt auch noch eine Smoke-Grenade kostenlos kriegt und diese Aufputschmittel im Smoke hat, also im, ne, also wo dann auch noch unsere, ich glaube unseren Will verbessern, weiß ich gar nicht mehr, und halt auch noch Medkit, weil wir haben ja beim letzten Mal gesehen, die Aliens treffen jeden Schuss. Das heißt, es ist ein bisschen was anderes. Also ich habe einen Overwatch-Sniper mehr, dafür keinen
Quid. Nee, ach Quatsch. Overwatch Infantristen im zweiten statt einem Quid Infantristen dabei. Wir haben keinen Combat Medic. Da muss ich dran denken, dass unser weiblicher Medic hier nicht für den Kampf gedacht ist, sondern wirklich nur eine Support-Rolle hat. Und dann mal sehen, ob wir irgendwie in die Lage kommen, dass wir das ein oder andere Alien einfangen können. Ja, das war genug geredet. Ich werde jetzt noch die Änderung eintragen und dann fliegen wir los. Okay, na gut, dann los. Strike one. Prepare for... Thanks to Dr. Vollen's research and some clever developments done in engineering, this skeleton key should allow you to breach the alien compound. We've only got one chance to make this work, though. So let's make sure we do it right. Das wissen wir immer noch nicht. Get moving. So far we don't have visual confirmation on the hostiles. I wouldn't get too comfortable though. We're expecting heavy resistance. They're probably moving into position as we speak. Bin unterwegs. Oh ja, du kannst jetzt wirklich gut weit werfen. Das ist ja sehr schön. Dann wirft er auch gleich mal hin. Augen auf. Obwohl, das ging glaube ich schon immer. Oh, Mutons! Das ist schön. Allerdings eine ganze Menge. Das ist nicht so schön. Okay, gut. Dann müssen wir sicher gehen, dass hier niemand ist. Wo ist unser... Wir kommen nicht mal hier... Die sehen verdammt viel. Okay, also wo ist... so. Das sieht ja relativ harmlos aus. Kommen wir... Die erste Runde ist immer die schwerste hier. Kommen wir... Wie weit kommst du mit deiner Flottille hier? Okay, da würde ich sagen, checken wir die Seite. Also bewegen wir uns... Ja, wir müssen hier weg. I'm on it, Commander. We've got multiple contacts. Oh, okay, da haben wir mal eine ganz kurze... ganz kurze Prioritätenänderung. On the AO.
выдвигаюсь. Oh, habe ich gar nicht gesehen. Okay. Здесь просто ад. Ja, ja, da achte ich ab jetzt drauf. Okay, versprochen. It looks like we found where they've been taking ja, the jetzt halt doch mal die Gosche. Ich habe hier gerade Stress. But that still doesn't explain what the purpose of all this is. Sind wir durch? Danke. So. Jawohl, Sir. Ich gebe Gas. Jetzt ehrlich? Du musst da mal weg. Ei, ei. That's affirmative. Heading to that location. So. Eyes peeled, Commander. Eyes peeled, Commander. Okay, du bist unser Tank, du musst jetzt mal tanken. Okay, eine Drohne haben wir. Okay, ihr trefft eure Countosses auch nicht, aber wann kommt dann der Dicke? Auf den kommt es jetzt an. Okay, ich höre die Cyberdisk. Davon brauchen wir Wracks, das ist gar nicht schlecht. So, das wird jetzt schmerzhaft. Triffst auch nicht? Wow. Das ist gut. Er schießt nochmal. Tust du nicht.
Okay. So, jetzt bitte die Mutons da auf der anderen Seite der Karte stillhalten. Okay, durch die Wand. Mhm. Haben sie sich bewegt? Oh, die sind stationär. Das ist sowas von gut. Okay. Ja, hat er der Dunst hier tatsächlich was gebracht. Also, wir werden jetzt mit einer... Rakete brauchen wir eigentlich noch mehr. Obwohl, wenn wir den schreddern, wäre schon gut. Kannst du ihn sehen? Kann ich dich anwählen, ist die erste Frage. Oh ja, da warst du gerade. Ich glaube, ich hatte dich gerade. Nee. Den da. Guten Tag. Ganz normaler Sektopod? Jo, ganz normaler Sektopod. Okay, schreddert ist er. Oh, ziemlich nice. Dann können wir den jetzt ja mal umpupsen. Du kannst dir dann Double Tap sparen. Ich meine, die Drohnen... Nur die, ne? Okay. Es bringt alles nichts, bringt alles nichts, bringt alles nichts. Sind alles 100. Ja Gott, dann mach ihn weg. Okay, hat die Hälfte der Außenwand hier mit sich genommen. Okay. Könntest du die sehen? Wen könnt ihr alle sehen hier? Kann ich dich anwählen? Nein. Kann ich dich so? Du siehst nichts. On my way. Disabled. Okay. Ach, komm mal, 7, also... Also das Double Tap, okay. Kann sich den... Ja, den können wir uns sparen. Okay. In der Tat. Ready to rock.
Affirmative. Back in. So, du machst nichts, noch irgendwer, du. Geh in Position. Und alle weg, ne? Ja. Immer wachsam, Commander. Sehen wir mal nach. Netter Treffer. Oh, da ist er. Da ist auch noch wer Dickes. Wer ist denn der Dicke da? Noch ein Elite oder ein... Ah ja, ein Elite. Okay, du hast dich ja gut versteckt da hinten. Der ist da, wa? Der hat sich... Das darf doch nicht sein. Sich da scheiße hin verkrochen. I'm rolling. Okay, wo würden wir hinkommen? Zu euch würden wir kommen. Das war leider besser als gedacht, aber gut, okay. Na gut. Okay. Roger that. Versteck dich. Okay, da ist der Scheiße. Поехали. Hab mir gedacht. Orders confirmed. On the move. So, kommen wir da halbwegs vernünftig hin?
10-4. Okay. Das ist kein schlechter Schuss dafür, dass er fast tot ist. Aber er scheint kein Healing zu haben. Ja, das ist eine gute Idee, würde ich auch machen. Moving. Location confirmed. Okay, wir müssen, wo ist denn unser hier? Müssen wir irgendwie rüberkriegen. Wir müssen die, obwohl wir könnten. Wer hat denn? Wir haben doch eine. Einer von euch hat ein Flashbang, ne? Du. Wer von euch kann paniken? Also, wenn wir... Okay. Meine, abschießen ist einfach, aber die jetzt nicht abzuschießen ist gar nicht so einfach. Und ich werde nicht das Shadow Device dafür verwenden. Das haben wir für Notfälle. Du hast Nups Inspiration, okay, das ist aber auch nicht schlecht. Wie lange hält der an? 3 Turns. Copy that. I give you strength. Where
We're starting to lose ground. Okay, double move, sehr nett. Okay, gut. Einer, zwei mehr wäre nicht schlecht gewesen, aber gut, okay, ist gut genug. Fehlt ein bisschen was. Wie könnten wir, machen wir das am schlauesten? Also wir können mit dir, kommst du auch noch nicht hin. Da brauchen wir also auch noch eine Runde länger. Also wir könnten einen paniken, das bringt... Allerdings können wir den Dicken nicht paniken. Ich meine, der ist mir fast wichtiger, weil der die potenzielle Plasma-Cannon hat. Ich meine, Heavy Weapon hätte ich auch noch ganz gerne. Aber ich könnte mir vorstellen, da müssen wir da einfach mal Einschränkungen machen. Kriegen wir da irgendwie eine Chem-Grenade hingezwirbelt? Ach, du hast keine, stimmt. Du kannst nicht weit genug werfen, das ist ein Problem. Und dich können wir nicht näher ranziehen, weil du zu wenig Hitpoints hast. Du könntest eine normale Grenade so werfen, dass die... Kannst du nicht von da? Gut. Könntest einen Schuss tanken. Got it covered. Das ist nicht viel. Aber besser als nichts. Voices in your head. Okay. Okay, dich kriegen wir da nicht hin zum Dingsen, das können wir vergessen. Du, dich können wir noch versuchen hier ranzukriegen. Er wird wahrscheinlich deine Granate werfen, wenn wir dahin laufen. Wie weit kannst du das Ding werfen? Überhaupt nicht weit. Time to motor. Und hier vielleicht. Okay. Spiel bleibt ganz ruhig hier. Dann würde ich sagen, Sea Panic auf dich. Online.
in Bewegung. Auf dem Weg. Nee, nicht ganz. Scanne. Буду на страже. Ich kümmere mich drum. Du hast nur 3 Hitpoints. Denk da dran, Freundchen. Mach jetzt keinen Unsinn. Den nicht sehen, oder? Okay, jetzt müssen wir sicher gehen, dass wir dich irgendwo hinkriegen, wo du... Ja, von da kannst du ihn sehen. Gute Nacht. Fuck it! Betäubung ist fehlgeschlagen. I'm on it, Commander. Setze Ziel fest. Steht noch! Ziel steht noch! Hostiles pacified. God damn it. Okay, ganz entspannt bleiben. Oh, ich hasse das. Also, ach, ey, diese grundsätzliche Idee, dass man da nicht mehr als 57% kriegt, ist so scheiße. Heading to that location. Subduing target. Ja, wie ist das, hat funktioniert. 1.21 Gigawatts, baby. Okay. Reloaded. Will do.
Mein lieber Mann. Na ja, gut, müssen wir auf die Heavy Weapons noch warten. Aber gut, ich meine, eine Heavy Weapon hier abzugreifen. Das wäre ein schöner Bonus gewesen. Und wir hatten die Chance, aber... Ich mach mich los. Dem Aug in Aug gegenüberzustehen, geflankt mit der Heavy Weapon, da mit deinem, du hast nur ein Aegis Armor an, das wäre keine gute Idee gewesen. Und wer weiß, ob die nächsten Schüsse es auch besser gemacht hätten. Also die nächsten Betäubungsversuche, das ist so. Ich meine, es ist okay, dass es schwer ist, aber man müsste mit genug. Es müsste irgendwie so sein, dass man, wenn man genug Arbeit investiert, dass man dann auch eine höhere Chance kriegt. Also dass man irgendwie, wenn man sie auf, weiß ich nicht, einen Hitpoint runterkriegt, dass man dann so in den 90% Bereich kommt oder so, dass das halt irgendwie weiter ansteigt und nicht bei 57% oder ist es, oder 62? Nee, ich glaube 57 ist Maximum. Ist ja egal. Gecapped ist. Das ist einfach dieser Cointoss, der es im Optimalfall ist, ist einfach, das ist nicht so schön. Ich meine, es ist okay, dass es immer noch schief gehen kann, ne? Aber 50, aber so, nee. Moving to designated coordinates. Das ist nur so mittel. Okay. К бою готово. Wo hatte ich mal hin? Bin unterwegs. Wieder am Start. On the move. Back in. Back in. Ready to rock. Okay. Feldboss, verstanden. So. Wir hören eine Cyberdisk, die ist wahrscheinlich im nächsten Raum und um die kümmern wir uns dann auch beim nächsten Mal. Da blubbert irgendwas. Und da machen wir dann hier weiter mit unserer Dings. Base Attack. Haben immerhin ein Zwischenziel erreicht. Und ich meine, wir haben zwei weitere Mutant Elite Leichen. Das ist auch gut. Also die können wir auch brauchen. Da brauchen wir allerdings noch 11, glaube ich. Aber ne, es läppert sich. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder mit mehr Long War. Bis dahin. Tschüss.